Hallo und willkommen zurück zu Schöneniers Let's Plays und Stardew Valley. Mit dabei die Lisa. Gleimochi. Und ich habe ein komisches Symbol. Ah, jetzt weiß ich, glaube ich, was diese Symbole da oben manchmal bedeuten. Heute ist, glaube ich, der Tag, der Geburtstag vom Obdachlosen. Ich kümmere mich um die Tiere. Du kannst wieder das andere machen, oder was? Ja, aber ich... Das ist nicht gut. Ich wollte mir ein Omelette backen. Ich habe die Eier und Co. auch oben reingepackt, ja. Ah, okay. Die jetzt eingesammelt. Und jetzt sage ich noch wieder ein Hallo. Die Kühe hatten gerade ein komisches Hallo. Symbol, als ich sie angesprochen habe. Haben die so ein Krummelzeichen? Ja. Geht's denen nicht gut? Dann hast du vergessen zu... Da. Oh ja, Futter habe ich vergessen, das stimmt. Das nur bei den Hühnern. Ich kümmere mich um deine Tiere. Ja, danke am Arsch. Das mache ich jetzt. Ich hab's doch bei den Hühnern, habe ich es ja gemacht. Ah ja, bei den Kühen habe ich nur dran gedacht, zwei Dinge machen. Melken und... Ja, aber dann gehen auch die Herzen runter. Hast du sie gemolken schon? Ja. Sicher? Ich hab die Milch bei mir. Du hattest ein großes braunes Ei abgegeben, ne? Mhm. Was mag denn der Obdachloser? Vielleicht hat man das ja. Beliebte Geschenke, Löwenzahn. Haben wir noch Löwenzahn in der Essenskiste? Ist im Kühlschrank. Gerade gesagt. Achso, du bist manchmal abgehackt, wenn du so kurz und knapp nur sprichst. Im Kühlschrank. Dann nimm du dir auch mal einen Löwenzahn mit, denn wenn man... Nein, mit dem rede ich nicht. Warum? Ich mag ihn. Ist doch egal. Ich glaube, das Spiel ist schon ganz vorteilhaft, wenn man da alles mitmacht. Denn, an einem Geburtstag jemandem was geben, gab doch, glaube ich, zwei Herzen oder sowas. Jetzt erinnere mich. So, ich hole jetzt nur noch das Holz hier und dann würde ich auch hochgehen zu ihm. Und vorher gucke ich mal, ob ich jetzt hier bei dem Goblinwald, bei dem Schleimwald. Ob ich jetzt bei dieser Säule oben tatsächlich diesen süßen Preisebäre da opfern kann. Die hat übrigens 3750 Gold gebracht. Wow. Und da, weil es waren zwei silberne, aber die eine silberne würde ich jetzt opfern. Und das klappt. Sehr gut. Ach, Scheingleister, das war das. Ich hätte das andere nicht verkaufen sollen. Man kriegt eine Sternfallfrucht. Also nochmal plus 20 Energie. Verstand ist voller Gedanken an Sushi. Deine maximale Energie hat sich erhöht. Aber warum ist mein Verstand voll an Sushi? Sushi, naja, vielleicht habe ich ja Glück, dass ich nochmal diese Frucht beim Händler finde oder so. Da wird sie zwar teuer sein. 10 Holz fehlt. Schade, dann kann ich es doch erst morgen machen. Scharfschere. Ich glaube, wir müssen den Kuhstall ausbauen, damit wir Schafe haben. Schon Treppe. Wo bist du? Was machst du? Ich bin in der Mine. Hast du? Ich habe gesagt, ich bin jetzt ganz viel in der Mine. Ja, nee, ist ja gut. Es ist witzig, jedes Mal, wenn ich keine Treppe durch Monster kriege, ist der Eingang direkt
Also denn die nächste Treppe direkt bei der Treppe. So, Kühlschrank. Oh, ich habe einen Topaz. Löwenzahn. Und du willst wirklich dem Obdachlosen nichts spenden? Nö, ich bin jetzt mit der Miete beschäftigt. Nur sonst hätte ich dir ja eine hochbringen können. Hi, was ist los? Du meinst jetzt im realen Leben, ja? Ja. Zurück durch die Gegend. Ja, ich sehe es gerade. Stadt. Du, die Krabbenchips sind alle. Du hast sicherlich gekleckert. Krümelt eher. In dem Fall gekrümelt, ja. Und du hast auch schon zu Abend gegessen, mein Schatz. Warum habe ich eigentlich Geld verloren? Verstehe ich gerade nicht. Ui, ich habe die Kristallfrucht gefunden. Oh, ist natürlich wieder golden, ey. Alle Dinge, die ich abgeben muss, sind golden irgendwie. Aber ich habe auch einen echt hohen Sammler. Liegt daran, dass dein Sammeln schon so hoch ist. Hm. Ah, da ist er. Diesmal in der Sauna. Ein Geburtstagsgeschenk. Ja, einmal im Jahr muss man ja wohl baden. Geburtstag. So, sehe ich jetzt auch schon, was das gebracht hat. Habe ich dich zum Lachen gebracht? Ich habe mindestens 2 Herzen bei ihm bekommen. Dadurch ist der Obdachlose gerade mein Lieblingsfreund. Bei dem ich echt am meisten habe. Aber das ist gut, dass mein Addon mir das anzeigt. Dann kann ich es uns jetzt immer sagen. Ja. Und klar, du bringst mich häufiger zum Lachen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht lustig genug. Für was? Für mich oder für... Um dich zum Lachen zu bringen. Quatsch, klar. Ich lache nur sehr oft innerlich. Das verstehen immer viele nicht. Ich bin jetzt nicht so der herzhafte Zähnelacher. Und mit Zähne meine ich, der dann beim Lachen die Zähne zeigt. Hm. Oh, schon wieder ein Buch. Das dritte aus den letzten 3 Würmern. Aber gut, vielleicht weil die Jahreszeit noch neu ist und wir kaum Würmer ausgepflanzt haben jetzt. Ich glaube, ich gucke auch nochmal runter, weil die muss man bestimmt auch mal gelesen haben. Ja, wenn ich in der Bücherei, wenn ich sowieso irgendwas abgebe, dann klicke ich die auch immer einmal durch. So, aber ich glaube, dass ich jetzt das letzte Ding bei dem unteren Raum abgebe. Ah, nee. Na doch. Die letzten beiden Dinger. Brückenreparatur. Ich glaube, jetzt kommt man zu der Brücke oben rechts. Wintersaat. Eine Auswahl verschiedener wilder Wintersaaten. Hm. Aber erstmal habe ich jetzt wieder diese 1000 Kobolde befreit, die den Raum schön machen. Dieses Haus steht seit Jahren leer. Die Bäume sind eingezogen und wir mit ihnen. Bam! Das Zimmer ist jetzt richtig schön dekoriert. Also für Leute, die Dekoration mögen. Nicht ich. Ich glaube, du wirst auch Deko mögen. Ich gebe da nur... Solange du dich da nicht drum kümmern musst. Nee, darum geht's nicht. Ich bin, was sowas angeht, einfach nur geizig. Ich kaufe mir halt nur Dinge, sowohl im Spiel als auch im realen Leben, die irgendwie einen Nutzen haben. Du kannst das Angeln nicht vergessen. Ich zahle 400 Gold an jeden Angler, der 2 Katzenfische fängt. Okay. So, aber jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich gerade machen wollte, außer der Wintersaat. Achso, ich wollte zum Museum gehen. Aber das könnte vielleicht schon zu haben. Aber selbst dann ist der Weg nicht verschwendet, weil man ja dann die Schnellreise benutzen kann. Da ist ein Blumenfeld und ja, es hatte nur bis 18 Uhr offen. Lustig wäre das, wenn das jetzt wirklich ein Katzenfisch ist. Brauchen wir. Oben auch, ja? Hm.
Es ist ein Barsch, alter Seemann Erfolg bekommen. Aber der Erfolg ist bestimmt, weil ich jetzt... aus dem Blubbelfeld wieder was rausgeholt habe oder weil aus Kiste. Ich habe fleißig Eisenerz schon. Das ist schön. Sammeln. Ich werde jetzt mein erstes Skelett töten. Yes. Es ist übrigens schon 20 Uhr, ja. 20:30 so. Ja, ich wollte eigentlich sagen 20 Uhr durch. Noch ein Barsch. Wieder mit Rekord, warum? Aber Blubbelfeld macht echt Spaß. Ich angle jetzt nicht mehr normal, nur noch bei Blubbelfeldern, wenn ich sie sehe. Aber den normalen Barsch brauchen wir ja nicht. Wir brauchen nur den Kaulbarsch. Ja. So, Mine verlassen. Zur Bushaltestelle. Ui, ich habe was gefunden am Strand. Und ich glaube, das brauchen wir noch. Aber ich glaube nicht in dieser Farbe. Ich habe eine... Ah doch, es sieht nur im Dunkeln so aus. Nautilus-Muschel bekommen. Sogar zwei. Dann hat es sich ja doch gelohnt, dass ich gerade doch nochmal rechts rüber geguckt habe. Falls du schon zu Hause bist... Bin gerade zu Hause angekommen. Kannst du mal 30 Felder noch umgraben? Dann würde ich die Wintersaat noch reinpacken. Aber es sind wahrscheinlich ja dann nur Blumen. Vorzugsweise oben unter den... Ja, mache ich gerade. Guten... Ich habe einen rostigen Löffel bekommen. Aus dem... Stimmt, ein Artefakt. Ja, lol. Dass er unsere Erze und sowas sammelt, das verstehe ich ja, aber rostige Löffel. It was last seen in ancient times. Oh, man sieht dich richtig kommen mit deinem riesen Scheinwerferlicht. Ist das dunkle Licht im Winter? Oh, das hat sie voll süß gesagt. Was hast du gesagt? Romantisch. Du gesagt, du bist das dunkle Licht im... Das dunkle Licht, das, ja? Das helle Licht im... Sorry. Machen wir da Dünger dran? Nee, für Wintersand lohnt sich das nicht. Dankeschön fürs Graben. Ich hab ein Golderz gefunden. 17 17 Erz, Eisenerz, ein bisschen Schleim. Ein bisschen Schleim. Quarz, Topaz, Kohle, Kronegeode, Träne, Kupfer und Fledermaus. Ui, es ist richtig spät, dadurch, dass es so hell ist. Fällt das gar nicht auf. Warst du bei den Enten heute? Ja, ja. Ja, ich hab den. Ich war da. Ja. Oh, das war gerade komisch. Spielen macht Hunger. Oh, siehst du das? Und guck mal, wie viel Zeug da liegt. Oh ja. Da werde ich morgen hingehen. Kampfstufe 2 plus 5 Leben und ich kann Lebenselixier erstellen. GZ. Ich habe nicht viel Geld. Ich auch nicht, 500, aber darum geht es auch im Winter nicht. 14. Aber ich habe auch die goldenen Korallen und Muscheln verkauft. Ich guck mal schnell, ob man diese Nautilus-Muschel da reinmachen muss. Warst du nicht bei mir? Du hast in meinem Haus geschlafen. Schon wieder verkackt. Da ist der Nautilus-Muschel, muss tatsächlich rein. Und ein Kaulbarsch. Ich hab ein bisschen. Jetzt, ich hab jetzt Eis. Und du hast noch einen Kaulbarsch im Inventar in der Küche. Warte. Ich mach. Warte mal, bleib mal stehen. Ach, kann ich dir so nicht geben. Schade.
Ich pack mal in die grüne Kiste deinen Kübel wieder rein. Okay. Ich habe eine Anweisung für mein Lieblingsfischgericht bei Linus. Sashimi, neues Kochrezept. Oh, wieso kriegst du so viele Kochrezepte? Nee, nee, aber der hat das nur gesagt. Das muss man selber machen wahrscheinlich. Selber holen und kaufen. Er hat mir nur gesagt, dass es verfügbar ist. Ah, jetzt habe ich das gegessen. Ich hasse das, dass man automatisch irgendwas isst, wenn man es in der Hand hat. Ich werde immer gefragt, ob ich das... Ja, aber wenn man irgendwie was aufheben will, dann guckt man ja nicht, was da steht, weil man davon ausgeht, dass das Fenster, was kommt, irgendwie einem sagen will, möchtest du das aufsammeln? Ja, und nicht, möchtest du es essen? Aber das fragt er doch nie. Ja, aber ich drücke halt zu schnell. Tintenkindmonster. Das ist ja dann dein Problem. Ja. Ich will halt spielen und mir nicht alles durchlesen. So, was wollte ich alles abgeben? Die Nautilus-Muschel. Und den Fisch. Damit ist, glaube ich, auch wieder eins fertig. 2, 3, 4. Es sind 5 Räume, oder? Ach ne, 6 mit dem Flur. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mit dem Flur, ja. Wir sind ein gutes Team. Das ist so süß, dass du das sagst. Du machst alles, du machst einfach alles. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast erheblichen Einfluss. So, ich habe mir einen Köder gebaut. Wir haben nur eine Recyclingmaschine dafür bekommen gerade. Schade. Cool. Und das, obwohl ich gerade eine goldene Dings mit reingepackt habe. Und noch ein Buch, Alter, was ist da los? 4 Bücher von 5-mal was ausgraben. Aber mein Sammelskill ist auch fast auf 9. Ich hätte das Fenster eigentlich lieber irgendwie oben links in der Ecke als irgendwie so auf der Hälfte des Bildschirms. Aber ich glaube, man kann da keine Settings machen. Da ist ein Blubbelfeld. Wo? Und ein rostiges Zahnrad. Wo? Gunther. Krass, dass der all diese rostigen Sachen sammelt. Wo ist das Blubbelfeld? Vor der Mine, ich hol's mir selber. Ich habe jetzt den Schwimmer gebaut und einen Köder gemacht. Und ich habe ein Buch. Ist auch ein Buch bekommen. Probiere jetzt meine neue Angel. Das hoch zu dir. Aber ich bin dumm. Lore genau. Ich glaube. Es geht ab. Alter, wie krass springt der denn? Das hatte ich ja noch nie. Komm, das letzte Blubbel lasse ich dir. Falls es nicht noch mehr ist, aber keine Ahnung. Tendenziell eher weniger. Gar nicht hier. Hm? Ist ja gar nicht hier. Ich? Ja. Ist in die Mine gegangen? Steinbruch? Was ist denn der Steinbruch? Ach krass, man kann sich jetzt auch zum Steinbruch teleportieren. Cool. Das ist oben rechts das Ding. Genau, ich bin in die Mine gegangen, als du fast bei mir warst und hab gesagt, das letzte kannst du haben, weil da so ein super Fisch war und ich mir dachte, vielleicht kriegst du den ja noch. Oh, gleich 2 Sachen. Achso, weil wir 40 und weil wahrscheinlich wegen dem rostigen... Das rostige packe ich mal alles noch dort. So, ein Skelett. Und eine Sammlervogelscheuche. Ich probiere meine neue Angel mal in der Mine auf. Auf was?
In der Mine, wie ich meine. Ach so. Stufe 6. Nach Ebene 50 erhöht sich das Auftreten ungefähr um 0,016 pro Ebene, ein wirklich seltenes Steinchen zu kriegen. Das heißt, wenn man immer nur die 100. Ebene macht, dann hat man die höchste Chance eigentlich. Ah, der Schwimmer geht auch nach einer Zeit kaputt, sehe ich gerade. Aber. Der hat so einen Ladeball. Wie die Gießkanne. Ja. Ja gut, aber das geht ja dann, ja. Ja. So, na dann hole ich immer das schöne Erz raus. Und dann gucke ich mir mal die Mine an, die da neu ist. Ui, da war ein Diamant dabei. Schon wieder ein Glasfeld. Na, was anderes haben wir ja, glaube ich, auch noch nicht bekommen dort, ja. Nee, auch. Ich meine Abenteurer-Gilde. Warum denn nicht? Habt ihr gesehen? Zeit. Oha, hier ist ja richtig viel. Das habe ich halt immer von Weitem schon gesehen, dadurch, dass ich halt meine Auflösung so hoch habe. Ja. So, und jetzt gucke ich hier mal rein. Die Erze habe ich mitgenommen. Ah, der Tintenfisch. Hä? Ich gehe mal runter ans Meer und versuche mal den Tintenfisch zu. Ui, hier ist eine weitere Mine. Okay. Hast du die schon abgegeben? Tintenfisch? Nein. Nein, den Kritter. Tollfrucht. Oh, was ist das? Ein fliegender Schädel statt Geister oder Gespenster. Und der hat einen echt extrem komischen Bewegungsrhythmus. Okay, und ich habe Reisspross bekommen. Aber die Gegner hier sind ultra stark. Ich glaube, da könnte man mal wieder eine neue Waffe gebrauchen. Ach, es sind doch so viele Gegner. Aha. Aber bisher sehe ich nichts anderes. In verschiedensten Farben auch. Nein, ich werde sterben. Ich bin tot! Oh. Ich hoffe, ich verliere nichts Schlimmes. Und wer rettet mich? Der Schmied. Erst beklaut er dich und rettet er. 2600 Gold und 4 Gegenstände. Mein Obsidianschwert habe ich verloren. Boah, wie gemein ist das denn? Scheibenkleister. Das macht mich traurig. Ach krass, Objektwiederherstellungsdienst. Man kann bei den Abenteuergilde. Ich wusste immer nicht, was das ist, was man da wieder herkriegt, aber da kann man so verlorene Sachen sich scheinbar holen. Gut. Jetzt habe ich mein Schwert wieder. Immerhin. Ja, und für 25.000 kann man sich jetzt ein Lava-Katana kaufen. Das macht aber auch 55 bis 64 Schaden hoch, die Verteidigung, 25 kritische Kraft. Voll heftig. Ich habe einen Heilwurf gefangen. Ja, 25.000, dann spar mal, ne? Ja, aber nee, gut zu wissen. Aber ich glaube für die... Hä? Jetzt passiert irgendwas mit dem Obdachlosen, wo ich raus bin. Komm, stell dich mal mit ans Feuer. Fühlt sich großartig an, okay. Ich
hatte gehofft, dass du mal vorbeischaust. Ich glaube, er ist schüchtern. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich dir am Anfang so misstraut habe. Die meisten Leute behandeln mich nicht gut. Also habe ich gelernt, etwas vorsichtiger zu sein. Er steht auf dich. Aber du warst unglaublich nett zu mir. Du bist eine einzigartige Person. Und ich denke, dass wir gute Freunde sind. Lol. Er will dich. Hey, ich will dir etwas zeigen. Komm in mein Zelt. Komm in mein Zelt. Ich will dir was zeigen. Oh Gott. Ich wusste, dass ich dich an den Obdachlosen verliere. Was du gerade verpasst hast, sind die Soundgeräusche, die man gehört hat. Und es war immer so, es hat sich eigentlich so angehört. Nicht Schleimgeräusche. Gehört, ja. Und jetzt sagt er, oh, alles klar, siehst du das? Das ist ein spezieller Fischköder, den ich herstelle. Ich verwende das allerbeste Material. Ich würde glatt am liebsten reinbeißen. Hier, du sollst das Rezept auch haben. Jetzt kannst du coole... Herstellung von wilden Köder. Schön, und jetzt bin ich wieder hier oben, oder was? So, ich muss ganz schnell nach Hause, sonst kippe ich um. Ich krieg gerade nur Hering und keinen Tintenfisch. Aber krass, wie oft was jetzt Dinge, die ich kriege, golden sind. Heilbutt? Hä, hey, aber wo ist jetzt meine Waffe gelandet? Siehst du, die kriege ich wieder. Der hat mich verarscht. Oh, ich habe Seetang gekriegt. Ich auch. Aber wie gesagt, ist ja auch nützlich. Mann, das war bestimmt der Tintenfisch. Ganz bestimmt. So, ist übrigens spät, ja. Aber bleib ruhig noch eine Minute nach Mitternacht. Aber dann musst du dich beeilen. Oh, was ich heute ganz vergessen habe. Die 10 Holz noch zu sammeln. Ja, warte, ich esse jetzt einfach mal hier 2 Pilze und mache ich das noch. Du musst auf jeden Fall vor 1:30 Uhr zu Hause sein, weil sonst kippst du um. Das schafft nicht mehr. Dann hoffe ich für dich, dass das, was geklaut wird, nur blöde Fische sind. Vielleicht ist es auch 2 Uhr. Es stand auf unterschiedlichen Seiten. Eine sagt 1:30 Uhr, andere haben 2 gesagt. Schaff es wenigstens in irgendein Haus von uns. Ich fühle mich super unter Druck gesetzt. Du schaffst es. Und sie ist so langsam. Es ist 2 Uhr. Ich kipp um. Scheinkleister. Das ist das allererste Mal im Spiel, dass ich ohnmächtig werde.